Hallo, mein Name ist Plump und ich heiße euch recht herzlich auf meinem Kanal. Willkommen. Seit langer Zeit mal wieder ein neues Projekt. Wir spielen den Tech Store Simulator. Das heißt, wir werden einen kleinen Saturn, einen kleinen Mediamarkt, also einen Elektroladen aufmachen. Das Spiel, ja, gibt es gerade im Moment im Angebot bei Steam. Und wir legen mal los. Schauen wir mal, was da so kommt. Da sind wir. Die Zeit läuft. Oh, die läuft aber schnell. Fangen wir mal an mit dem Tutorial, oder? Erster Anbieter unterschreiben. Also die Übersetzung ist so lala. Aber wir schauen einfach mal. Also gehen Sie zum Computer, öffnen Sie die Registerkarte. Manager. Da, Manager. Unterschreiben Sie den ersten Lieferanten. Anbieter. Für 0 Dollar. Alles klar. Gehen Sie zum Computer. Da sind wir ja gerade. Öffnen Sie die Registerkarte Shop. Oh. Nur einen Klick. Kaufen Sie Regal klein und jedes andere Produkt. Also Mobilisierung. Regal klein. Ich würde sagen, davon kaufen wir zwei. Produkt, jedes andere Produkt. 1, 2, 3, 4, 5 Produkte. Kaufen. So, das kostet uns 1196 Dollar. Wir haben 1500, verbleiben 304. Kaufen. So, nimm eine große Kartenbox. Oh, da draußen. Eieiei. Ich glaube, würde sagen, die Lieferung ist da. Also nehmen wir das mal an. Der schiefe Turm von... Oh, hallo, wer bist du denn? Ausrufezeichen über dem Kopf. So, öffnen. Ah, alles klar, dann können wir da... Mal da jetzt hier... Den stellen wir einfach mal hier so hin. Und zack. Regal befüllen. Alles klar, wir stellen aber erstmal das andere Regal auf. Alter, wer bist du denn? Echo. Oh, bleibt noch stehen. F für Regal aufbauen, also dass der Karton öffnen. Zack. Jetzt die Regale befüllen. Zack, zack. Öffnen. 1, 2, 3, 4. Weil wir haben 5 Waren. Wir haben 1, 2, 3, 4, 8 Fächer. Das heißt, wir kriegen nicht in jedes Fach, also nicht mal 2 Stück für ein Fach. Dafür bräuchten wir ein weiteres Regal. Regal kostet 400, wir haben noch 304. Also geht das nicht. So, jetzt ist das fertig. Gehe vor den Laden links. Vom Laden steht ein Dumpster, eine Mülltonne. Mit der Kiste in der Hand ziele auf den Müllcontainer und klicke linke Maustaste. Ja, das ist einfach. Perfekt. So, jetzt räumen wir mal weiter ein. Zack. So, und das ist auch leer. Und das haben wir wahrscheinlich. Das räumen wir hier unten ein. Also das Einräumen geht schon mal sehr cool. Das geht irgendwie von der Hand. Den wieder in den Müll. Und jetzt haben wir hier immer nur noch einen für frei. Aber, ja gut. Wenn wir dann Geld gemacht haben, können wir ja da Nachschub kaufen. An Regalen, so. Den Karton stellen wir mal dahin. Wir haben, also Storage ist noch nicht da. Werden wir wahrscheinlich nachher kaufen können. So, los geht's. Kiste auf und ab ins Regal. Und den da hinstellen. Ach nee. Oh, man kann die Kartons noch wieder zumachen. Na, alles klar. Das stellen wir dahin. Perfekt. So. Gehe zum Computer. Öffne die Registerkarte Manager. Öffne das Feldproduktpreis da. Alles klar, also Grundpreis sind 5 Dollar. Das heißt, das ist das, was wir dafür bezahlt haben. Wir machen mal alles doppelt so teuer, wie wir das eingekauft haben. Also das macht 100% Marge. Wird ja wahrscheinlich im richtigen Laden auch so sein. Und gucken wir mal, wie sich das verkauft. Okay, so, zack. Geschlossen, wir öffnen unseren Laden.
Warten Sie auf den ersten Kunden und machen Sie den ersten Verkauf. Alles klar, der wird wahrscheinlich heute nicht mehr kommen. Wir haben 23 Uhr. Gut, der Tag 1. Nur Minus gemacht, kein Einkommen. Next Day. Sie haben einen Brief bekommen. Daily News. Jüngster Bericht zufolge können Teppiche, die sich unter Ihrem Schreibtisch befinden, Ihren Internetverkehr abfangen. Alles klar, Produkt des Tages. Also, Handyhülle mit... Also, oder Mastercase X. So, zack. Ich will natürlich erstmal rumsprechen, dass ich hier einen Laden aufgemacht habe. Hallo. Ja? Undead. Da ist die Bank. Oh, die sehen aus, als wollten hier einkaufen. Oh, da kommt auch schon jemand. Sehr gut, Kunde. Alles klar. Zack, also mit der rechten Maustaste einfach nur über das Band ziehen und mit Leertaste abkassieren. Und dafür, dass wir so viel Geld dafür verlangen, verkauft sich das relativ gut. So. Mir ist das hier zu teuer. Ja, alles klar. Mir egal. Komm genug. Oh, guck mal hier, der kleine Junge. Gleittech ist teuer. Was ist der zu teuer? Homo Short. Also alles ein bisschen teuer, glaube ich. Dem ist auch was zu teuer, der nimmt nichts mit. Gleittech. Case Master X ist zu teuer. Denen ist alles zu teuer. Die hat wohl richtig Geld. Das ist natürlich die Frage, ne? Wenn wir das jetzt alles mal ein bisschen günstiger machen, ob dann mehr hier bleiben. So, zack. Das war beim Manager. Produktpreise. Vielleicht machen wir das alles mal nicht 100%, sondern 80% teurer. Das heißt also, hier machen wir 9. 9. 9. Jetzt wird's komisch. Da machen wir die 16, sondern 15. Und hier machen wir 18. Zack. So, da steht schon wieder welche und wollen was holen. Da schenkt mir Homo Shorts. Was? Warte mal, kann man das verschenken? Wo ist denn dieses Homo-Ding? Warte mal, seht ihr? Warte. So. Dann kommt der Karton weg. Kann man 8 Kunden. Ach du Scheiße, 8 Kunden, die wir bezahlen wollen. Ja, ich würde sagen, da klingelt die Kasse, wa? Viele gehen, das ist, weil es ihnen zu teuer ist, andere bezahlen das. Die Frage ist halt, wenn man es ein bisschen günstiger macht. Obwohl dann... Oh. So, der hier ist auch aufgebraucht. Ne, noch nicht ganz. Da fehlt noch einer. Deshalb bleibt noch eins drin. So, zack. Ich wollte Case bla bla bla. Case Master, es gibt kein Case Master X. Junge. Case Master X. Ach so, das ist dieses, was extra auch im Angebot ist. Das heißt, wir müssen das im Prinzip kaufen, ne? Also eins. Und dann machen wir noch einen auf Dings. So, hier sind 12, davon sind 12, davon ist nur noch einer, da machen wir auch einen wieder. So, und jetzt kaufen wir das. Bleibt noch was über, dann können wir noch ein Regal kaufen, dann können wir nämlich alles voll einräumen. Sehr gut, sehr gut. Kaufen. Kaufen. Ah, 15 Dollar fehlen. Na, Junge. 15 Dollar fehlen, davon sind 12 da, da,
nimm mal von diesem Master Case X nur einen. Und Master Case X haben wir ja zwei. So, zack. Und dann kaufen wir das. Der ist noch. So, zack. Das bauen wir jetzt daneben. Zacki, zacki. So, und dann können wir nämlich. Warte, von dem hier. Das machen wir noch hier drunter. Und die Karton wegschmeißen. Zacki. Und dann haben wir noch hier dieses pinke. Da bleibt dann eins über. Das stellen wir wieder hier in die Ecke. So, jetzt haben wir im Prinzip. Ja, von dem nicht genug. Ah, und von dem Master Case X haben wir gar nichts, ne? Oder ist der Karton gestohlen worden? What? Wir haben aber nicht genug Geld. Um jetzt noch mehr zu kaufen. Weil kostet ja 60 Dollar. Das war dieser Master Case X. Haben wir aber gar nichts von. Beide weggemacht. Scheiße. Naja. Wir machen jetzt erstmal den nächsten Tag und gucken, was passiert. Wenn wir das nächste Mal 60 Dollar haben, stellen wir gerade noch nach und räumen ein. Ich kann ja mal gerade zu dem Kollegen hingehen, was mit dem Ausrufezeichen ist. Ja, moin. Hey, was geht, mein Freund? Man nennt mich Willi. Whisky Willi. Für die, die mich besser kennen. Ich bin sozusagen der lokale Tourguide hier. Nur halt ohne den schicken Bus und die Krankenversicherung. Also, was bringt ein frisches Gesicht wie deins in einem kleines Stück von Paradies? Willst du die Geheimnisse der Straße lernen und einfach nur herausfinden, warum ich wie ein Grillfest von gestern rieche? So oder so, du bist beim richtigen Mann gelandet. Alles klar. Das ist so der Straßenpenner, der hier wohl. Wir machen jetzt gerade mal noch die Preise ein bisschen runter. Aber so einen Penner brauchen wir ja auch, ne? So, den machen wir mal auf 8, den machen wir auf 8, den machen wir auf 8 und den machen wir auf 14 und den machen wir auf 17. So, vielleicht läuft dann alles ein bisschen besser. Homo-Schutz ist immer noch zu teuer. Homo-Schutz, das sind hier die beiden, die so teuer sind, ne? Homo-Schutz und. Ja, den machen wir mal auf 15, komm. Ah, ne, 16, komm. 16. Und den machen wir auf 13, alles klar. So. Jetzt können wir quasi schon die anderen noch bestellen. Die hier, Anbieter. Produktpreis, Upgrades. Achso, müssen wir auf Shop gehen. Shop, davon einen bestellen. Zack, kaufen. Jetzt müssen wir gerade mal abkassieren und dann können wir gleich das Regal einräumen. Oh, ich habe irgendwas. So, hier kommt aber auch das Geld rein. Das ist schon ziemlich cool. So, ich muss mal gerade das Regal auffüllen. Dafür nehmen wir den. Und den machen wir dann dahin. So. Der baut gleich einen ganzen Computer auf. So. 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 Oh. Gefährliche Nachbarschaft. Ja, den habe ich vorhin schon gesehen. Es sieht so aus, als würdest du ausgeraubt werden. Um das zu verhindern, renne dem Verbrecher hinterher und tritt ihm mit der Taste T. Vergiss nicht, deinen Gegenstand zu nehmen, nachdem der nach dem Schlag auf den Dieb auf den Boden gefallen ist. Bleib sicher, ja. Keep safe. Das ist halt also im Englischen übersetzt und deswegen ist die deutsche Übersetzung ein bisschen so lala. Alles klar. Escape. Okay, los geht's. Da läuft er. Wo ist er? Oh, ich glaube. Okay. Irgendwo ist er. Wo ist er denn hin? Direkt in die Tonne. So, das ist mein Produkt wieder. Das, ah, da liegt er. Das kommt wieder in den Schrank. Ist klar, der klaut direkt durch die teuren Produkte, ne? Da kommt er schon wieder. Guck mal, da ist er schon wieder. Dieses Arschloch.
Jo. Aber du nimmst ihn gleich mit. Dieser Arsch hat mich direkt zweimal an einem Tag beklaut. Besser wäre das, die Polizei zu rufen, hä? So, was hier? Noch 8. Habe ich vergessen abzukassieren. Oh, lauter Ladendiebstahl. So, die gehen aber auch alle irgendwie. Vielen ist das hier zu teuer, ne? Aber heute ist richtig gut Geld reingekommen, glaube ich. Also 23 Uhr. So, Nachbarschaft. Alles klar. Wow, das Regal gut geräubert aus. Sonst wollen wir nachkaufen. So. Hiervon haben wir noch 8, davon haben wir 2. Die und die rüsten wir auf. Und ich hoffe, ich habe genug Geld. Jawohl. Das heißt, wir können theoretisch stehen, aber der verkauft sich nicht so schnell. Auffüllen. So, nehmen wir den Karton. Das sind hier diese gelben Kabel. Die kommen hier unten ins Regal. Davon haben wir jetzt einen über. Den stellen wir da hin. Okay, warte mal, wir haben ja auch noch welche. Guck mal, da kommen wir den nachfüllen. Ja, dann kann man den Karton nämlich wegschmeißen. Sehr gut. So, jetzt kommen hier diese schwarzen. Das ist auch, glaube ich, Kabel. Ist cool, dass die Bilder da dran sind. Dann kann man nämlich die wieder dahin stellen, wo sie waren, wenn ausverkauft ist. So, die gehen ja auch wie geschnitten Brot hier, die Jungs. Finde ich schlecht, da mal noch ein bisschen was auf Lager zu haben. Und die schwarze Handyhülle kommt hier rum rein. So, ein Produkt mehr haben wir ja auch nicht verkehrt, ne? Also, gehen Sie zum Computer, öffnen Sie die Registerkarte, unterschreiben Sie den zweiten Lieferanten. Also, Manager, Anbieter, zweiter Lieferant, brauchen wir 200 Dollar. Die sollten wir aber dann auch am Ende des Tages über haben, weil sonst lohnt sich das nicht. Wenn wir nicht das Regal auffüllen können für den nächsten Tag und haben dann aber so viele neue Produkte, die wir auch nicht einkaufen können, das lohnt sich ja überhaupt nicht. Paceholder. Oh, beleidigte Menschen. Was soll ich denn hier? Ah, okay. Kann ich hier sorry eintippen? Ne, hier geht gar nichts. Weiter? Ich kann gar nichts mehr machen. Das Game ist abgekappt. So ist das halt mit einem Early Access Game. Placeholder ist beleidigte Menschen. Wahrscheinlich habe ich die Frau getreten. So, ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich guck mal gerade, dass ich das Game gerettet kriege. So, willkommen zurück. Ich habe das Game einfach mal neu gestartet und habe weiter gedrückt. Irgendwie habe ich eine neue Post bekommen. Muss ich mal gerade gucken. Daily News. Lieben Sie Hunde natürlich, wer liebt Hunde nicht? Sie lieben dich auch. Okay, aber sie sind sehr traurig, weil sie ohne uns aussterben. Wenn Sie ihnen helfen wollen, spenden Sie 100 Dollar für die Rettung von Hunden. Das macht die Welt zu einem besseren Ort. Die haben wir im Moment nicht. Erstmal müssen wir sehen, dass wir das hier ein bisschen an Laufen kriegen. Studien haben gezeigt, dass das Bild heller und die Farben gesättigter sind, wenn man Pommes direkt vor dem Bildschirm isst. Wir wissen nicht, warum, aber es funktioniert einfach. Es könnte sich lohnen, es mit anderen Lebensmitteln wie Pizza zu versuchen. Alles klar. So, der Laden ist geschlossen. Wir haben alles fertig gemacht. Wir können den Laden öffnen. Enter drücken. Und auf okay. So, jetzt kommt der nächste Tag. Meine Damen und Herren, der nächste Tag ist dran. Da kommen die nächsten Gäste, also die Kunden. Gäste. Wir haben heute Gäste. So, hallo? Sehr gut. Sehr gut. Ich glaube, die Preise sind besser jetzt. Also keiner rennt hier mehr raus und sagt, es ist zu teuer. Und alle nehmen was mit, auch richtig viel. Und wir machen auch Plus. Also die Preise werden so besser sein.
Ach schön, habe ich die Mails schon gelöscht? Was ist denn Produkt des Tages? Ach, hier wieder unser... Das ist so ein Sicherheitstelefon hier, weißt du? Wie bei so Absperrband. Tschüss, tschüss. Alle haben sie dieses Ding. Alle. War bestimmt in der Werbung, ne? Da kommt wieder der, der klaut. Jetzt gebracht. Quatsch. Lässt du mein Telefon hier? Also ist kein ganzes Telefon, ist nur eine Handyhülle, aber das ist trotzdem hier. Alter, der war, der Laden rennt ja, das ist ja richtig gut. Oh, warte mal, was sehe ich denn da? War gestern noch nicht da, oder? Hier hat einer einen Elektroladen aufgemacht. Hallo? Hallo, kommen Sie zu mir. Mein Laden, der ist schön da drüben. Hallo, na? Ja, hier, da. So, was mit dir? Hey, ich sehe schon, du hast drüben jetzt Konkurrenz, ja. Lustigerweise war das vorher mein Revier. Ich hatte da einen Supermarkt namens Noctamarkt. Ja, diese Anzugträger kamen vorbei, haben mich rausgeschmissen und ihre Technikspielzeuggeschäft aufgebaut. Ja, super. Wenn du willst, dass ich den Typen da drüben das Leben schwer mache, bin ich dein Mann. Aber hey, das ist kein Wohltätigkeitsprojekt. Circa 50 Euro, um loszulegen und ich fange an, einen Plan auszuhacken, um den Penner zur Weißglut zu bringen. Wie klingt das? Haben wir noch? Ja, die haben wir. Alles klar. Mach das. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Die 50 Dollar habe ich schnell wieder drin. Da läuft doch. Zack. Und da sind die 50 Dollar schon wieder drin. Alter, du willst doch bestimmt wieder klauen, oder? Ich stelle mich schon mal trittbereit hier hin. Direkt ein vor die 12 gekloppt. Vollidiot. Klauen kannst du woanders. Was ist mit ihr? Warum geht die jetzt schon wieder? Gehen Sie zum Computer, öffnen die. Achso, da sollte ich jetzt die zweiten. Was will ich jetzt gleich machen? Ich würde mal gerade gucken. Also, warte mal, wir haben die Sicherheitstelefone. Hier, die hier sind schon wieder ausverkauft. Kaufen. Fuck. Gerade mal auffüllen. Können wir noch welche verkaufen? So, ansonsten ist von allem noch da. Aber nicht mehr viel. Die hat jetzt auch so ein Sicherheitstelefon. Da siehst du, ich hab's doch gesagt. Nur wegen der Werbung war die da. Dieser scheiß Laden da drüben. Und wie viele Kunden da reingehen. Bei mir kommt gar keiner mehr. Scheiße. So, wir haben 23 Uhr. Du hast einen Brief bekommen. Produkt des Daily News, da. Am Rande der Stadt gibt es einen neuen Baumarkt. Ja, Elektroladen. No Vote. Hat mehr als 10 Millionen Dollar in diesen Laden investiert. Ja, genau. Wir wünschen ihm viel Glück und allen Konkurrenten eine baldige Schließung. Arschloch. Wissenschaftler fanden heraus. Selbstbefriedigung vor dem Bildschirm erhöht den Wunsch, einen neuen Computer zu kaufen um 35%. Liebe Freunde, die neuesten Neuromarketing-Forschungen beweist, dass regelmäßiges... Training von dem Bildschirm den Wunsch nach einem PC-Upgrade dramatisch erhöhen kann. Überzeugen Sie sich selbst davon und bestellen Sie unser neuestes Ultra-Gaming-PC mit 50% Rabatt. Alles klar. Wir müssen nachbestellen. Das ist viel wichtiger. So, Shop. Da gucken wir mal. Also, hiervon haben wir noch 3. Das machen wir wieder voll. 6 haben wir wieder voll. Davon haben wir noch 16. Das ist fast voll. Den machen wir wieder voll und den machen wir auch wieder voll. So. Dann haben wir noch 90 Dollar. Das ist jetzt nicht so viel. So, mal gerade gucken. Das sind diese gelben hier. Die können wir wieder auffüllen. Zack und den... Ich hoffe, der zählt das mit, was hier noch liegt. So, da sind noch welche drin. 4 Stück. Zack. Was ist mit dem hier? Da sind noch 2 drin. Was ist denn das? Ach, das ist das Schwarze. Das Schwarze. So, und da ist nichts mehr drin. Zack. Na, Jung. So, da wollen wir auffüllen. Und den Rest tun wir hier hinten hin.
Ja, was seid ihr, Kollege? Gerade mal noch die Regale auffüllen. Da ist jetzt noch was drin. Zwei Stück. Zack. Das schwarze Phone. Sechs Stück. Das heißt, wir haben noch eine Packung, eine Lage hier auf Vorrat. Und das, oh, warte. Das pinke, das war hier oben. Bin gespannt, ob wir so einen richtig dicken, fetten Laden hinkriegen. Also man muss ja sagen, der Laden hier drüben sieht schon relativ nice aus, ne? Guck mal, hier gibt es auch Föhn. Verschiedene. Also hier gibt es, oh, Headsets. Geil. Fernseher. Computermaus. Was ist das hier? USB-Sticks oder? Ach nee, das sind wahrscheinlich Festplatten. Graphic Cards. Uiuiui. Headsets. Tastatur und Maus. Das hier sieht aus wie Motherboard. Computermäuse. Fernseher. Ja, geil. Ach, guck mal hier, kann man auch die aufhängen. Sehr cool. Also wir haben eine E-Mail bekommen. Gehen Sie zum Computer. Die nehmen wir uns noch mit. Schauen wir mal. Daily News. Ein Meteorit wird heute Nacht auf der Erde einschlagen. Er rennt um euer Leben. Ja gut, wo willst du hinrennen, wenn der einschlägt, ne? Alles klar. So, dann würde ich sagen, wünsche ich allen eine gute Nacht. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann gucken wir mal, was der Kollege hier sich ausgedacht hat. Den haben wir $50 gegeben. Oder, ja doch, Dollar. Um, dass er sich einen Plan macht, wie er den Konkurrenz ausschalten kann, beziehungsweise ärgern. Alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Macht es gut und danke fürs Zuschauen. Tschüss.